Erstens bekannt sein, was man vorher auf dem Marsch. Wir bringen den Mais zum Täter, hier zur Laserherstellung. Der war der Zunge hier. Da liegt noch Stroh rum. Macht aber nichts. Also bei Gelegenheit verwenden. So, was haben wir drin? Wir haben keinen Geschenke von uns. Und ich kann anfangen, die Winkel zu verhindern. Ja, ganz ehrlich. Hallo? Achso, wieder. Extra. So, dann sehen wir gleich, ob wir es noch hinkriegen. Wieder das ist ein bisschen blöd. Denn wenn ich jetzt flüge und mache, kann es vielleicht umsonst gewesen sein. Und ich möchte gerne ein Wettermod haben. Bisschen mehr Abwechslung, Jahreszeiten. Schnee. Jetzt Frühling. Regelte Zeiten, man muss geerntet, man muss ausgewählt. Muss man gleich drehen. Möglichst weit nach außen. Bisschen kaputt. Mal schauen, ob er auf den meisten und an den grünen läuft. Und dann ist gut. Dann können wir auch durchfahren. Stück für Stück gehen wir weiter. Wir müssen ja hier extra in eine andere Richtung bringen. Ein bisschen weiter, zurückfahren, aussteigen und hier einsteigen. Jetzt kommen wir hier rein. So, also rein. Wo ist da? Okay. Ich bin ja gespannt, wie diese Blase hier rauskommt. Wir haben einen schönen Vergleichswert.
weiter. Ganz schön, ne? Von 9, 8, 6, 9, aber das hat gleich nicht gefallen. So, Gas geben. Oh, schon erwachsen. Ne, das ist ein anderer Eisfeld. Das ist ja unser anderer Eisfeld. Das ist noch nicht erwachsen. Und so ist er noch nicht erwachsen. Das ist halb 10, aber... Nachts wird geschlafen. Bisschen windig, ein bisschen ganz schön. Bisschen abweichen. Auch ein bisschen, ne? So geht es. Meine Persönlichkeit. Vielleicht kann ich da rüber. Wir sehen aber bei Gelegenheit. Eigentlich wieder auf. Effizienter als Gas, ja, die Quelle ist auch nicht so voll. Gas müsste nur drei Bahnen fahren, müsste vor Main spotten. Ja,
gleich mal eine Spur über den BGH fahren, dass du halt nach ein bisschen Geld bekommst. Ich brauche noch Geld für die Mischbrecherei. Ich bin einhörig zur Zeit. Wo ist er denn? Da hinten was? Da hinten ist er hier auf den. Bald auf 1 auch noch für Mais machen. Auch eine Option. Ich befürchte ja, dass ich mit diesem noch. Da wird alles umgesetzt. Da, damit es im gleichen klappt, muss es im Frühjahr beginnen. Daher die Jahreszeiten sind nicht so. Das kann eigentlich keine. Komplett durchgegangen, also im Prinzip erstmal was reifen, während wächst was. Man muss das Prinzip auf Null setzen, damit das entsprechend ausgesät werden muss. Natürlich ist das jetzt blöd, fliegen kann man trotzdem. Das ist, glaube ich, natürlich auch sinnvoll. Und das ist ja, hat er wieder Aussaat zu tun. Und jedes Aussaat wäre bei Null. Antwort. Klappt schon mal, ne? Wir sind ja noch eine Straße bauen hier. Machen wir einen Zeitraum. Das heißt, wenn die Ernte drin ist, ja, wenn ich wüsste, ich könnte 2 Folgen jetzt machen, für Montag und Dienstag, und dann könnte ich
den nächsten voll, aber das ist mir ungünstig, weil dann müsste ich nachher das Livestream machen. Da mal so um 16 Uhr und dann aufnehmen, weil ich zu frühstück eigentlich ganz gerne aufgeschlafen bin. Natürlich, weil es zu warm ist. Aber es ist halt immer blöd. Hier was hin. Gibt es dann 0 Uhr ein bisschen Geld? Vorwärts ist das mal hin. Aber das dauert noch. Wohl mal 5 geht relativ zügig. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht im Aussatz sind, dann ist etwas ungünstig, sagen wir so. Wenn ich mit einer Aussatz Extremfall, so wie eine Touring-Map-Karte, bei 3 Wachstumsstufen herbekommen. Das ist nicht so cool. Weiter wie bisher. 6 Tage würde ich wohl nicht da sein. Aber wird ja keiner merken. Da werde ich zur Not. Ja. 2-3 Folgen mehr haben, um keinen Spaß zu haben. Ich werde Samstag zurückfahren. Und dann werde ich das ganz normal weitermachen. Wie gesagt, der Montag, Dienstag wird dann entsprechend verausarbeiten. Den neuen von 11 Folgen vorbereiten. Dass ich da ein bisschen Puffer habe, dass ich da Kräfte bin. Bearbeitung und Programm. Das war ein Kurs für diese. Ja, man könnte halt einfahren, ne? Einfahren kann man auf jeden Fall.
Traktor ist noch ein bisschen im Gelände gehen hier. Ich habe eben ganz ein anderer Radius. Aber so geht's. Voll. Fast 15.000, die laufen fertig in der Zeit. Aber den Kurs fahren wir jetzt gleich ein. Und zwar, wir gehen jetzt vor. Und zwar beginnen wir hier. Man sieht, am LKW ist der Kurs ganz links. Das ist eigentlich ungünstig. Wenn man einen Traktor fahren würde, wäre der Kurs dann verrückt. Also verrutscht dann mehr nach links. Der Überführungskurs ist nicht ganz so tragisch. Wenn man theoretisch so einen Traktor hätte, der das auch so hat, wie der eine Fan. Dann ist es beim Strohsammeln und Ernte ungünstig. Ja, dass das Stroh nicht ganz separat da ist, wo es sein sollte zum Abholen. Das LKW ist nicht ganz so tragisch. Zumal Drescher abtanken, dem Augenblick egal. Und wenn ich jetzt einen anderen Fahrzeug nehmen würde, einen Traktor, einen normalen Traktor, dann könnte es sein, wenn es mal eng sein könnte, wenn es heute nach links fahren würde zum Beispiel, dass er sich festfahren würde. Wenn das Ort mal so kurz wäre zum Beispiel und wir nach links fahren, dann wäre das ungünstig. So, jetzt haben wir was fertig. Testen wir gleich mal. So, meine Freunde, das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich gerne freuen über ein Like oder ein Abo. Sag mal danke. Dann sage ich mal Tschüss und winke. Ciao, ciao, bis dann.